hatte gerade Kontakt mit der Erde. Wir müssen so schnell wie möglich dort ankommen. Wie weit ist Scotty mit dem Energiekern? Es braucht noch Zeit, bis wir wieder die maximale Leistung zur Verfügung haben. Was würde passieren, wenn wir zu früh auf Warp 10 gehen? Das würde zu einer Kettenreaktion in der Antimaterie führen und dadurch würde der Kern abgestoßen werden. Eine Kettenreaktion? Ich zeige es dir. Du hast recht, Spock. Wir überlegen uns was anderes.